Hi, liebe Community, grüß euch auf meinem Kanal. Hier ist er wieder, euer Anti-Coach. Heute mal mit ein wenig Content, Neudeutsch, zum Thema Vermieten. Ja, es ist wieder Zeit für... Bla, 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 bla. Genau. So, also, es wurde ja schon öfter mal die Frage an mich gestellt, wie gehe ich mit Problemmietern um? Da gab es auch teilweise konkrete Beispiele mit Leuten, die mir geschrieben haben, dass sie einen geistig verwirrten Mieter haben, was auch immer, der auch andere terrorisiert und. Ich habe die ganze Zeit das Thema so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil es natürlich sehr komplex ist. Also ich meine, da kann es ja alle möglichen Beispiele für geben, für Problemmieter, / Mieterinnen. Ja, es gibt auch genug Problemvermieter, das will ich nur mal klarstellen. Das soll jetzt hier kein Video sein, wo ich jetzt nur über böse Mieter schimpfe. Aber ich habe hier mal so ein bisschen ein paar Notizen gemacht. Normalerweise rede ich ja immer komplett frei raus. Jetzt habe ich mir mal ein paar Stichpunkte notiert, damit ich nachher nicht wieder irgendwas vergesse. Muss es in die Kommentare schreiben, dann liest es keiner. Ich habe hier mal so einen kleinen Leitfaden runtergeschrieben, wie ich denn generell mit dem Thema Vermieten und somit auch mit Mietern umgehe. Ja? Vielleicht mal vorneweg, was ich mal vorneweg schicken möchte. Das ist nämlich eine ganz wichtige Einstellung, die man erstmal im Kopf haben muss, um meiner Meinung nach ein guter und erfolgreicher Vermieter zu werden. Vermieten ist für die meisten Leute oder sollte für die meisten Leute ein Business sein. Und genau so müsst ihr auch agieren. Business bringt Geld, Business bringt aber auch Probleme mit sich, Business bringt Dinge mit sich, die gelöst werden müssen und so weiter. Ich sage immer, wenn ich mit anderen Vermietern spreche, sage ich immer, stell dir vor, du hast einen Pizzalieferdienst, ganz platt gesagt. Ja? Da fährt der Pizzabote auch mal mit dem Auto und da platzt der Reifen oder fährt jemanden drauf oder was auch immer, dann hast du Kosten. Also wer glaubt, dass er vermieten kann, ohne Kosten zu haben, oder wer glaubt, dass er vermieten kann, ohne Geld in die Hand zu nehmen, der sollte es lieber gleich lassen. Man sollte genauso gerne, wie man das Geld nimmt, sollte man auch bereit sein, ohne mit der Wimper zu zucken, auch Geld auszugeben, um Dinge in Ordnung zu bringen, die nicht okay sind oder kaputt sind. Und wenn man das so beherzigt, ja, dann hast du schon mal meiner Meinung nach 80-90% der sogenannten Probleme aus dem Weg geräumt. Weil die häufigste Ursache für Stress ist, wenn irgendwas nicht klappt. Mag dann auch sein, dass der Mieter überreagiert oder auch berechtigterweise das reklamiert, wartet zu lange hin und her und dann spielt sich das hoch und dadurch gibt es dann die meisten Probleme. Deswegen ganz, ganz wichtig, sich um seine Objekte kümmern, sich darum kümmern, dass Ordnung im Haus ist, von mir aus mit einem Hausmeisterdienst, so handhabe ich das mit all meinen Objekten, wo dann die Treppenhäuser gereinigt werden, Mülltonnen rein, raus, damit es überhaupt kein Konfliktpotenzial gibt. Der hat geputzt, der hat nicht geputzt. Ja? Das sind alles so Kleinigkeiten. Ich habe es oft genug gesagt, wenn ich ein neues Objekt kaufe, ich bin ja so ein kleiner Briefkasten-Nazi, dann werden erstmal die Briefkastenanlagen, wenn auf einen einheitlichen Stand gebracht werden, wenn sie gut sind, gereinigt, neu beschriftet, die Klingelschilder, damit die Leute einfach merken, hey, da ist ein neuer Sheriff in der Stadt und der steht halt total auf Ordnung. Und diese Kleinigkeiten wie Briefkästen und Klingelschilder sorgen schon wirklich bei sehr vielen Leuten einfach für Respekt gegenüber dem Vermieter, genauso wie du als Vermieter auch Respekt gegenüber dem Mieter bringen solltest, ja. Und somit hast du dann schon mal den ersten Schritt, ja, in eine professionelle Vermietung. Und zum Thema Respekt ist es auch so, ich handhabe das so, bis auf wirklich sehr, sehr wenige Ausnahmen, dass ich immer Distanz wahre zum Mieter. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht das Social Distancing, irgendwie 1,5 Meter Abstand, sondern immer freundlich, höflich, sachlich, ja. Und nicht hier auf gute Laune und mein Freund, du bist jetzt mein neuer Freund und hier und da ist, die Leute werden, wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen bei mir immer gesiezt, ja, weil ihr müsst euch mal eins bewusst machen, jemand, der dir jeden Monat Geld aufs Konto schickt, der wird nie dein Freund werden, ja, deswegen bin ich auch jemand, der es tunlichst vermeidet,
an Familie, Freunde zu vermieten. Also wenn Familie oder Freunde bei mir anfragen, das ist auch nicht böse gemeint, ja, das ist eigentlich ein Gefallen, den ich den Menschen damit tue, dann kommt es bei mir selten bis gar nicht vor, dass ich da eine Vermietung vornehme, weil das eine ist Familie, das andere ist Business und also ich fahre damit recht gut, ja, und deswegen immer Distanz, sachlich, Sie beim Sie bleiben und möglichst heutzutage ist jeder imstande, eine E-Mail zu schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht zu schicken oder von mir ist auch ein Brief oder ein Fax, was auch immer. Ich mache möglichst viel einfach auf dem schriftlichen Weg. Ja? Ihr wisst ja alle, das habe ich auch bei Instagram hochgeladen, das Schreiben. Es gibt bei mir auch ein Begrüßungsschreiben, also ein Vorstellungsschreiben. Wenn ich ein Objekt übernehme, dann bekommt der Mieter ein Schreiben, wo dann genau die Regeln definiert sind, wie auf welche Art und Weise eine Kontaktaufnahme erfolgen sollte. Ja, dazu gehört zum Beispiel, dass sie mich nur im Notfall anrufen dürfen. Also Notfall ist für mich, wenn ein Haus brennt, ja, dann sollen sie aber bitte erst die Feuerwehr anrufen oder wenn ein Wasserschaden ist, Heizungsausfall von mir aus im Winter. Ja, aber alles andere hat Zeit und ganz wichtig bei sowas ist, ihr müsst dann halt auch wirklich straight sein. Also ich habe ja wirklich viele auch Mieter, die ich auch mag, so ja menschlich. Man ist per Sie und so weiter, alles freundlich. Man hegt auch Sympathie füreinander. Das gehört ja auch ein Stück weit mit zum Vermieten. Aber wenn die dich abends um 7 anrufen wegen irgendeinem Scheiß oder schreiben dir eine WhatsApp wegen irgendeinem Bullshit, sag ich mal, also was wirklich unwichtig ist, dann müsst ihr aber auch die klare Linie fahren und sagen, hör zu. Das kannst du mir auch morgen sagen. Und wenn dann kommt, ja, ich wusste nicht, dass Sie das lesen, dann sage ich denen, ja, wenn Sie mir eine Nachricht schreiben, gehe ich ja davon aus, dass das ein Notfall sein könnte. Also bitte melden Sie sich morgen wieder bei mir. So, ja. Also von daher, ihr müsst wirklich eine klare Linie fahren und diese klare Linie, die muss auch bei jedem gleich durchgesetzt werden. Ihr könnt nicht bei dem einen Mieter was durchgehen lassen und beim anderen Mieter wieder nicht. Das merken die. Ihr müsst eine Linie haben, die er auch ganz straight verfolgt. Ja? Und wie soll ich sagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also ich nehme zum Beispiel nichts von Mietern an. Ich versuche so gut es geht, nichts anzunehmen. Und mit annehmen meine ich nicht Geschenke oder sowas, sondern wenn irgendwo, ich habe ein Beispiel, da war irgendwie mal eine Nebenkostenerstattung von 10 € oder sowas. Und dann habe ich die Mieterin nach ihrer, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, irgendwie nach, oder sie hat irgendwas gekauft in der Wohnung, gemacht, eine Kleinigkeit, die ich eigentlich hätte machen sollen. Und also auf jeden Fall war es irgendwie ein Betrag um die 10 €, ja. Und dann hat sie gesagt, hier komm, ist gut, schenke ich Ihnen, bla bla bla. Hat mir aber vorher die Quittung gegeben, hat aber dann gesagt, dass es mir schenkt. Und dann habe ich gesagt, nein, das akzeptiere ich nicht, ich möchte das nicht und habe ihr das Geld überwiesen. Und wie es der Zufall so will, keine 2, 3 Wochen später war irgendwas, was nicht ganz so rund lief und nicht so okay war. Ich glaube, es war irgendwas mit dem Stellplatz oder sowas. Und dann habe ich der Dame dann ganz freundlich, aber schon deutlich geschrieben, dass sie bitte sich so und so dann entsprechend in Zukunft da verhalten soll. Ja? Das kannst du nicht machen, wenn du vorher ein Geschenk angenommen hast über 10 € so ungefähr. Ihr wisst, ne? Und deswegen ganz wichtig ist, wenn ein Mieter etwas leistet, wofür er wirklich rein gar nichts kann, dann versucht das bitte auszugleichen und dass ihr dem nichts schuldig seid. Wenn es aber etwas ist, wie was weiß ich, eine verstopfte Toilette, ja, und ihr holt einen Reinigungsdienst, ja, und einen Rohrreiniger und der macht da alles sauber und im Anschluss ist das halt versifftes Bad oder die Toilette muss noch, was weiß ich, irgendwas gemacht werden, dann dürfen die das auch gerne selber machen, weil immerhin haben die Feuchttücher da reingeworfen, das Ding war überflutet, ja, da bin ich dann auch, dann zeige ich dann aber auch, dass sie ein bisschen Eigenleistung bringen können, ja. Und was ganz, ganz wichtig ist, was ja auch einhergeht mit diesem schriftlich Antworten und so weiter, ihr müsst euch möglichst gut mit dem Mietrecht auskennen, mit laufenden Urteilen. Da gibt es ja genug Newsletter, kostenlose Newsletter, wo man sich im Internet anmelden kann, immer wieder lesen, weil eins sei euch auch gewiss, wenn der Mieter Stress möchte, ja,
dann der kennt sich aus mit den Paragraphen, ja. Und es gibt nichts Besseres, wie da ein freundlich, sachliches, aber ziemlich direktes Schreiben zurückzuschicken mit den entsprechenden vielleicht Urteilen oder Paragraphen oder was auch immer, um dann dem Mieter dann die entsprechende Antwort zu schreiben. Möchte ich ein Beispiel geben? Vielleicht noch, ob ihr es die Tage gesehen habt. Ich habe ja eine Kündigung bekommen, eine fristlose Kündigung von einem Mieter. Der ist zum 1.10. eingezogen. Also heute haben wir ja jetzt haben wir Ende Oktober. Der ist Anfang Oktober zum 1. eingezogen. Dann gab es ein Problem mit der Kombitherme, wovon ich aber nichts wusste bis zu seinem Einzug. Und dann hat er sich bei mir gemeldet. Dann habe ich natürlich selbstverständlich am gleichen bzw. am nächsten Tag eine Heizungsfirma hingeschickt. Und die haben dann festgestellt, dass da ein Teil kaputt ist, was bestellt werden muss. Dann hat er sich mit dem Monteur geeinigt auf eine Linie, auf einen Fahrplan, wie sie das machen. Und dann habe ich überhaupt nichts mehr davon mitbekommen. Weder der Monteur noch der Mieter hat sich bei mir gemeldet. Ich bin davon ausgegangen, dass es okay ist. Und am 14. schreibt er mir eine Mail. Warte, ich guck mal. Genau, 14. war, 14. oder 15. hat er mir eine Mail geschrieben und hat mir eine Frist bis 20. gesetzt. Das heißt, inklusive, wenn man das Wochenende abzieht, innerhalb 4 Tagen soll ich die Heizung, es wird nicht funktionieren. Und dann habe ich natürlich sofort reagiert, habe ihn angerufen, er hat von mir Heizlüfter bekommen, ne, das, was man als Vermieter alles machen muss, hat von mir Heizlüfter bekommen und war hier, hat es abgeholt, alles in Ordnung. 2, 3 Tage, 4 Tage dann, die noch dann eben bis zu der kommenden Woche übrig waren, wollte er bei einem Kollegen duschen, der im gleichen Haus, im gleichen Stockwerk wohnt. Lange Rede, kurzer Sinn, am 20., also nach dieser 4-Tagesfrist, die er mir gesetzt hat, ja, hat er dann gekündigt, fristlos, und wollte Ende Oktober schon raus. Ja. Und der hat mir ein 3 Seiten langes Schreiben geschickt und ich habe das kurz überflogen, dann hat er von mir eben entsprechend die passende Antwort bekommen, dass solche Fristen unangemessen sind und wenn er da irgendwie 2 Wochen vorher natürlich auch keine Heizung hatte oder Einschränkungen hatte, dann ist das bedauerlich, aber wenn man mich darüber nicht in Kenntnis setzt, dann kann man nicht erwarten, dass man, wenn man sich an einem Tag meldet, dass innerhalb 4 Tagen das Thema erledigt wird. Ja, ich bin dann hingegangen, habe das Teil selber besorgt auf die Schnelle, habe es dann auch einbauen lassen, hat auch dann soweit alles gepasst und siehe da, der Mieter will immer noch raus. Also ganz klares Zeichen dafür, dass die Heizung überhaupt kein Problem war. Ja, er hat ja wie gesagt auch Heizlüfter bekommen, sondern dass er einfach aus dem Vertrag raus will. Und wenn einer mir auf die Tour kommt, dann kriegt er von mir auf der Paragraphentour dann auch entsprechend die Antworten. Also was ich euch damit sagen will ist, man kann sich mit Mietern über alles unterhalten, man kann sich auch für viele Sachen einigen, verständigen, eine Regelung finden. Ja, das ist, was soll ich mit einem Mieter, der unzufrieden im Haus lebt und ich halte ihn da fest, ja. Aber wenn mir einer auf so eine Tour kommt, da so wie es in den Wald reinruft, so schallt es dann halt entsprechend auch zurück. Also, ihr müsst euch mit Paragraphen auskennen, ihr müsst euch mit Mietrecht auskennen und ihr müsst wissen, dass eine 4-Tagesfrist nicht angemessen ist. Ihr müsst wissen, dass wenn er da irgendwas angibt mit Temperaturen, die nicht erreicht werden, muss er ein Protokoll führen und so weiter und so fort. Das hat er alles nicht gemacht und deswegen einfach locker bleiben. Ja, so. Kommen wir nochmal kurz zu Problemmietern. Ja, aufgrund dessen, dass ich diese Linie fahre, hatte ich eigentlich selten bis gar nicht Probleme mit Mietern, bis auf 2, 3 in den letzten 10 Jahren, vielleicht zweimal, ja, zweimal gerichtlich. Das waren dann, einmal hatte ich sie selber genommen, das waren dann Leistungsempfänger und einmal war das eine geerbte Mieterin. Also wenn Mieter nicht zahlen, da müsst ihr halt ganz schnell reagieren. Weil ich lese auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, mein Mieter zahlt seit 6 Monaten nicht, was soll ich machen? Da frage ich mich, was hast du die letzten 6 Monate gemacht? Ja, was hast du die letzten 6 Monate gemacht? Ja, hast du dir irgendwelche Coaching-Videos angeguckt oder Menschlichkeitsvideos? Ja, weil wenn ich dann immer höre, so dieses, ja, frag doch mal beim Mieter nach und red doch mal mit dem. Und klar, man kann gewisse Dinge besprechen, aber ganz ehrlich, ich bin auch hier nicht der Psychologe, der mit jedem ständig irgendwelche Gespräche führen muss. Wenn einer, wie gesagt, ein Problem hat, habe ich ja eben was dazu gesagt, auf welchem Weg da die Kontaktaufnahme erfolgen kann und dann kriegt ihr in angemessener Weise eine Antwort. Also, wenn Mieter nicht zahlen, Leute, schnell reagieren, entweder eine E-Mail schicken, eine WhatsApp schicken, ja, oder am besten noch einen Brief schicken, Mahnung, angemessene Frist setzen, 4, 5, 6, 7 Arbeitstage. Und wenn dann die Miete nicht kommt, geht es zum Inkasso. Da wird überhaupt nicht diskutiert. Weil, wenn ihr das alles umgesetzt habt, was ich eben erzählt habe, Viertelstunde lang, dann bietet ihr ja so gut dann praktisch keine Angriffsfläche. Aus welchem Grund, mit welcher Begründung sollen denn nicht zahlen? Mit welcher Begründung soll der nicht zahlen? Ja? Deswegen zum Inkasso geben,
parallel dazu, je nachdem, wie es mit Mieter aussieht, ich meine, es sind auch immer Einzelfälle, ja klar, wenn einer dir freundlich zurückschreibt und das auch erklärt, wieso, weshalb und einen verbindlichen Termin nennt, klar, dann kann man das auch regeln, aber ansonsten, wenn er nicht zurückkommt, abmahnen, Abmahnung schicken, wie gesagt, zum Inkasso geben, ja, und dann geht das halt alles seinen Weg. Wenn ihr merkt, dass ihr einen Mieter habt, der entweder über Zahlung oder auf andere Art und Weise euch Probleme macht, dann müsst ihr halt probieren, seine Komfortzone einzuschränken, sage ich immer. Ja, hat er einen separaten Stellplatzvertrag, was ich übrigens immer empfehle, nicht im Mietvertrag mit aufnehmen, sondern separat und ausdrücklich reinschreiben, dass er keine Verbindung zum Mietvertrag besteht, dass das unabhängig voneinander ist, dann kündigt halt seinen Stellplatz. In der Regel haben so Verträge 3-4 Wochen Kündigung, 4 Wochen, 6, 8 Wochen Kündigungsfrist, dann wird halt der Stellplatz gekündigt. Ja? Also Komfortzone einschränken, wenn der Mieter euch das Leben schwer macht, müsst ihr gucken, dass ihr entsprechend dann reagiert, weil man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Es ist ein Business, ja, auf Augenhöhe, eine Partnerschaft, ihr bekommt Geld für eine Leistung, die ihr zur Verfügung stellt und wenn ihr das Geld nicht bekommt, dann ist es halt so. Ja? Wie gesagt, Gespräche nur dann führen, persönliche Gespräche, wenn es wirklich sein muss. Wenn da Anfragen bei mir reinkommen wegen einem Termin für ein Gespräch, für ein persönliches Gespräch, frage ich immer nach dem Grund, wieso, weshalb, warum. Ja, und wenn ich der Meinung bin, dass man das schriftlich klären kann, dann schreibe ich das dann auch entsprechend dem Mieter. Wenn ihr natürlich so einen Fall habt, wie ihr sagt, dass da jemand ist, der Stress macht im Haus, der Probleme bereitet, der vielleicht auch geistig verwirrt ist oder was auch immer, dann müsst ihr halt wirklich den Weg gehen, das mit der Nachbarn, mit Protokoll führen, mit Beweise sichern, Uhrzeiten und, wann der diese Probleme macht, ja, und dann entsprechend zu reagieren. Aber in so einem Fall kann ich halt wirklich nur empfehlen, nehmt euch einen Anwalt, ja, sucht nach einem Anwalt, wo ihr das Gefühl habt, dass er sich wirklich der Sache annehmen will und nicht einer, wo ihr nur eine Aktennummer seid. Und in solchen Spezialfällen, das kann man auch nicht über ein YouTube-Video erklären, wie da vorzugehen ist. Wie gesagt, holt euch da einfach rechtliche Hilfe. Ansonsten wäre es das jetzt von meiner Seite zum Thema, wie geht man mit Mietern um? Wie gestaltet man dieses sogenannte Business? Das ist zumindest meine Vorgehensweise. Ich fahre damit ganz gut. Wie gesagt, in den letzten 10 Jahren zweimal erst gerichtsmäßig unterwegs gewesen. Leistungsempfänger nehme ich sowieso keine mehr. Ja, außer es ist wirklich irgendwie Ausnahmen bestätigen die Regeln, irgendein Fall, wo jemand da reingerutscht ist oder irgendeine, was weiß ich, alleinerziehende Mutter, die noch Unterstützung bekommt, Aufstocker bekommt, das schließe ich nicht aus, aber so im Großen und Ganzen bin ich da schon sehr vorsichtig. Gibt es ja auch ein extra Video von mir. Freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp für mich, wo ihr sagt, ich gehe mit dem in dem Punkt d'accord und in dem anderen Punkt, das gestalte ich dann doch ein bisschen anders. Schreibt gerne mal ein bisschen was dazu, bin mal gespannt. Und ansonsten bin ich auch dankbar für Kommentare von Leuten, die vielleicht sagen, oh, der und der Tipp ist gut, den setze ich mal um. Und ja, wünsche euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Heute, wie gesagt, ein bisschen Content zum Thema Vermieten und demnächst dann wieder Bashing, Real Talk. Wie man es auch immer nennen will, ja, aus welcher Brille man das auch immer betrachten will. Also, macht's gut, bis bald, ciao.